YouTube Shorts gehen ja gerade ziemlich ab und das hat zwei gute Gründe. Der erste ist, es wird gerade massiv auf YouTube gepusht, weil es auf der Startseite beispielsweise erscheint. Und der zweite Grund ist, YouTube Shorts lassen sich jetzt monetarisieren. Du hast vielleicht sogar Bock, da mal mit einzusteigen und deinen eigenen YouTube Shorts Channel zu eröffnen. Und wenn du Glück hast, kannst du das sogar monetarisieren. Im Internet gibt es so verschiedene Beispiele von Leuten, die sogar 11.000 Dollar damit pro Monat verdienen. Ja, ich glaube, das sind nicht automatisierte Sachen, aber trotzdem kannst du mit der KI einen eigenen Channel erstellen und damit auch ziemlich guten Traffic generieren, wenn dir eine geeignete Nische einfällt. Wie das geht, das will ich dir heute mal zeigen. Wir werden das jetzt hier live machen und ich werde dir zeigen, wie du mit der KI in, ja, wenigen Klicks automatisiert Videos, Content erzeugen kannst. Wie kann man automatisiert Videos mit der KI erstellen? Dafür benutze ich das großartige Tool Flicky AI, welches ja automatisiert Videos aus einer Idee, einem Blogpost, aus einem Twitter-Post und so weiter erstellen kann. Natürlich kannst du auch von Scratch quasi anfangen, also bei Null starten und da ChatGPT mit einbinden, habe ich auch gemacht zum Beispiel. Ich bitte ChatGPT, mir eine Geschichte zu schreiben und füge diese als Text dann in Flicky ein und der übernimmt die Sprachgeneration und auch, ja, sucht Videos aus. Was haben wir bei den Videos für Möglichkeiten? Wir haben die Möglichkeiten, Stock-Footage zu benutzen. Das bieten auch andere Anbieter an. Wir haben aber jetzt zusätzlich, und das ist ein ganz neues Feature, die Möglichkeit, AI-Art, also KI-Bilder, direkt erzeugen zu lassen, von Flicky automatisiert. Und das ist schon ganz schön krass. Je nachdem, welche Nische du bedienen möchtest, wählst du also Stock-Footage oder aber auch KI-Bilder. Bei den KI-Bildern ist es so eine Sache, da wird viel herumexperimentiert, dazu gedichtet und so weiter. Also wenn ich einen Top 10 über Dubai machen wollen würde, dann würde ich Stock-Footage nehmen. Okay, los geht's. Also wir erstellen uns jetzt unseren eigenen YouTube-Channel. Das zeige ich natürlich in diesem Video nicht mehr. Ich zeige dir jetzt einfach nur, wie du diese YouTube-Shorts erstellen kannst. Übrigens ist das, was ich dir jetzt zeige, das kann man natürlich auch für YouTube an sich machen, also 16 zu 9 Videos und alle möglichen anderen Videos. Okay, wir sind hier bei Flicky. Ich bin jetzt hier auf der Webseite und dazu muss man kurz sagen, bester Sprachgenerator, KI-Sprachgenerator, den es gibt. Und ja, dafür will ich jetzt gar nicht weiter werben, weil ich habe verschiedene ausprobiert und das ist wirklich das Ding mit den meisten Stimmen. Bei dem Pricing hat sich ein bisschen was geändert, denn früher gab es mal alle Premium-Stimmen zum normalen Preis. Du kannst free, also kostenlos, kannst du erstmal starten, 5 Minuten, ja, 720p, also nicht ganz Full HD, aber das reicht erstmal aus, um irgendwie so ein Gefühl dafür zu kriegen. Wenn du diese Premium-Stimmen möchtest, die halt wirklich ziemlich cool sind, dann musst du halt so einen Paid-Plan hier nehmen. Da ist jetzt zum Beispiel Standard, kannst du 180 Minuten im Monat, ja, Credits sozusagen. Zum Vergleich, so ein KI-Bild kostet dich 0,1 Credits, also und halt die Laufzeit dann. Und die absolute Premium-Version, die ist ziemlich geil, weil hier hast du noch Voice-Cloning mit dabei. Das bedeutet, du kannst deine eigene Stimme nutzen, um, ja, Text einzusprechen. 600 Minuten Videomaterial und da gibt es dann wirklich alle Premium-Stimmen. Und ich kann euch sagen, das lohnt sich mit diesen Premium-Stimmen. Ich habe es ja schon mal probiert früher und da waren echt viele coole dabei. Beim Standardplan, den habe ich jetzt quasi, das ist ein bisschen, ja, okay, aber wenn man dann immer dieselben zwei Stimmen benutzt, auch irgendwie langweilig. Okay, das soweit. Du müsstest jetzt also quasi hier auf Sign Up klicken. Und würdest dann zu Flicky kommen und müsstest dich sozusagen anmelden. Ich bin jetzt schon angemeldet und ich habe jetzt hier auch schon ordentlich rumprobiert. Und zwar wollen wir jetzt einen YouTube-Short anlegen. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich gehe jetzt hier mal auf New File, klicke hier drauf, wähle bei Language German aus und der Dialekt soll auch Deutsch sein. Das nenne ich jetzt mal Test 2 einfach hier. Und ja. Hier habe ich die Möglichkeit, sozusagen für YouTube Shorts natürlich 9 zu 16. Für einen YouTube-Film wird es dann 16 zu 9 das ja, Seitenverhältnis sein. So, und wir wollen nicht mit einem Empty-File starten, sondern wir wollen mit einer Idee starten. Klicke ich jetzt an. Bei Idee hast du die Möglichkeit, sozusagen mit der KI eine Geschichte zu erzählen, ein Skript zu schreiben und so weiter. Dann hast du die Möglichkeit, hier noch aus Blogartikeln sozusagen Videos zu machen mit wenigen Klicks. Und es gibt auch die Möglichkeit, aus PowerPoint und Tweets Videos zu machen. Also das ist ziemlich cool fürs Content Recycling. Wir benutzen jetzt hier Idea und ich klicke auf Submit.
So, jetzt habe ich hier die Möglichkeit, meine Idee einzugeben. Zum Beispiel. Oder create a 4-minute video for motivation to learn for the last Prüfung. Excel. Make it dramatically and epic. Use a strong language. Hoffentlich ordert da keine Schimpfwörter ein. So, jetzt kann ich hier einstellen, ich möchte den eine Minute oder zwei Minuten haben. Und jetzt hier Auto-Generate AI Art for Scenes. Das klicke ich mal an. Und dann kann ich hier den Stil auswählen, in dem ich das haben möchte. Da das so ein Motivationsvideo werden soll, gehe ich hier auf Cinematic. Was auch cool ist, ist Comic Book, Fantasy Art hatte ich schon, Digital Art, Analog Film, also es sieht so aus wie alte Fotos, ist auch ganz cool. Neon Punk natürlich und Photographic für die ja, normalen Sachen. Ich nehme jetzt mal hier Cinematic und klicke auf Submit. Jetzt erstellt er mir völlig automatisch mit der KI das Video. Das dauert eine Weile. So, und jetzt habe ich hier Flicky, er hat mir das komplett selbst erstellt. Und jetzt sehe ich hier, habe ich links so verschiedene Szenen. Szene 1, 2, 3, bla 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 und so weiter. Dazu kommt dann immer so ein Text und hier so ein Layout. Und dann sehe ich hier in der Mitte, kann ich mir das Video quasi schon mal anschauen. Das mache ich jetzt auch. Da sieht man es. Der Prüfung, ein dramatischer Aufruf zur Vorbereitung. Vor uns liegt die letzte Prüfung, der entscheidende Moment. Die Stunde der Wahrheit naht. Sind Sie bereit? Die Angst mag groß sein, doch der Wille zu gewinnen. Das finde ich schon mal ganz gut, aber die Stimme passt mir nicht so richtig. Deshalb klicke ich jetzt hier mal. Aber ich in jeder Szene kann ich quasi entweder eine andere Stimme nehmen oder was ich gerne mache, natürlich eine Stimme für alles. Also ich klicke mal hier auf Amala, auf die Stimme an sich. Und jetzt sehe ich hier die Standard Voices und die Ultra Realistic Voices. Da kann ich natürlich jetzt nicht alle auswählen, weil ich diesen Standardplan habe mit ja, diese 66 oder 88 Dollar. Kann man hier alles auswählen. Aber das sind schon mal ganz gute Stimmen. Ich höre mir mal eine an. Mit Flicky können Sie in weniger als einer Minute Audio- und Videoinhalte mit Flicky können Sie in weniger als einer Minute Audio. Mit Flicky können Sie in weniger als einer Minute Audio- und Videoinhalte mit lebensecht. Ich nehme mir mal den Wilhelm und den finde ich ganz gut, aber da will ich jetzt hier noch ein bisschen die Schrift verändern. Das haben wir ja vorhin gesehen. Normalerweise. Jetzt klicke ich hier wieder auf Play und dann rendert er wieder, weil ich ja jetzt die Stimme verändert habe, muss der quasi alles neu rendern. Ein dramatischer Aufruf zur Vorbereitung. Vor uns liegt die letzte Prüfung, der Entscheidung im Moment. Die Stunde der Wahrheit. Und dann stelle ich hier an der Seite mal den Speed etwas höher und ich möchte eine andere Font nutzen. Dann nehme ich jetzt einfach mal hier die Ubuntu zum Beispiel. Size Medium passt mir ganz gut. Phrase kann ich hier einstellen, kann ich auch noch Word einstellen. Dann macht er mir alle Wörter quasi einzeln. Das hat man vielleicht auch schon gesehen. Das wirkt halt sehr stark. Lassen Sie sich. Ja, das wirkt halt sehr dramatisch. Background Color kann ich mir auch noch nutzen. Hier stelle ich mal den Alpha-Kanal sozusagen hier wieder auf 100%, damit man das sieht. Ansonsten ist das alles okay. Hier kann ich noch die Animation für den Text einstellen. Gehe ich jetzt mal als In-Animation sozusagen auf Zoom-In und Out, auf Zoom-Out. Und Delay mache ich noch ein kleines Delay rein. Und dann klicke ich hier auf Apply to Similar Layers und habe das jetzt hier angewandt. Jetzt klicke ich wieder auf Preview. Erinnern Sie sich an all die Stunden des Lernens, all die Worte, die Sie erbracht, all diese Bemühungen für uns bis ein Moment. Stellen Sie sich vor, wie Sie triumphieren. Jetzt sehe ich hier das mit den Words. Ja, finde ich jetzt für diesen Fall nicht so cool, deshalb gehe ich wieder auf Phrases. Und was ich übrigens auch noch machen kann, ist eine Audio-Visualization einfügen. Und zwar mache ich die mal unten hin. Jetzt kann ich die Position einstellen, Size Medium Color und füge das mal wieder auf alle Szenen hier unten. Auf alle, weil jetzt habe ich ja gerade nur die hier bearbeitet. Wenn ich jetzt die anklicke, könnte ich das quasi für diese Szene hier ändern. Möchte ich jetzt aber nicht. Ich klicke wieder auf Preview. Und es liegt die letzte Prüfung, der entscheidende Moment. Die Stunde der Wahrheit, na, sind Sie bereit? Die Angst mag groß sein, doch der Wille zu gewinnen ist stärker.
Lassen Sie sich nicht unterkriegen, denn Sie sind mehr als nur eine Minute. Und falls du einmal schon gemerkt hast, Flicky hat sogar automatisiert hier eine Background Music hinterlegt. Hier könnte ich jetzt nochmal drauf gehen, klicke ich hier drauf und könnte hier noch ein anderes Musikstück auswählen. Oder ich könnte hier die Lautstärke der Hintergrundmusik mal ändern auf 35 beispielsweise. Kann ich auch noch diese Audiovisualisierung einstellen, möchte ich jetzt aber nicht. Hier brauche ich jetzt nicht auf Apply to Similar Layers klicken, weil ich ja nur das eine hier bearbeiten möchte. Wenn man hier noch was ändern möchte, zum Beispiel hier, sind Sie bereit? Nee. Bist du bereit? Beispielsweise. Ja, kann ich das jetzt ändern? Jetzt könnte ich wieder auf Play drücken und würde das rendern und der würde einfach den Text ändern. Ich kann jetzt hier auch für jeden Text sozusagen hier eine andere Stimme einfügen. Klick mal die an und solange ich nicht hier draufklicke, gilt es halt nur für die jeweilige Szene. Okidoki, das soweit. Wir haben unser Video jetzt fertig, sagen wir mal. Finde ich super und jetzt könnte ich hier auf Download gehen und das in High Resolution downloaden. Und somit haben wir hier unseren YouTube Shorts Channel gemacht. Jetzt gibt es übrigens auch noch die Möglichkeit bei Flicky, will ich auch noch mal kurz zeigen, mit Stockmaterial zu arbeiten. Wir gehen wieder hier aufs Dashboard. Ich klicke wieder New File an, wähle wieder die Sprache in Deutsch, klicke hier Test 45, ja, wieder dieses Porträt und wir gehen wieder auf Idea. So, jetzt gehe ich auf Submit und ja. Yeah. Create a video for top 10 places in Dubai. So, und das in einer Minute, okay. Und jetzt klicke ich quasi hier nicht diesen AI-Content an, sondern ich klicke einfach mal auf Submit und der wird mir jetzt das Video rendern. So, jetzt ist er fertig. Er hat mir hier verschiedene Szenen reingemacht. Ich wollte eigentlich eine Top 10 haben, irgendwie hatte hier nur 8 Plätze drin oder 8 Szenen, sage ich mal. Gut, das ist jetzt nicht so. Generell macht die KI hier bei Ideat Video ein bisschen eine andere Sache als ChatGPT. ChatGPT ist besser. Man kann das hier alles noch per Hand machen. Das heißt, ich könnte den Text nehmen von ChatGPT und den hier reinkopieren. Ich möchte es aber jetzt hier einfach nur mal zeigen und gehe jetzt hier rein. Der hat mir jetzt hier ein Video erstellt mit Stock Videos und ja, ich gucke mir das jetzt mal an. 10 Orte in Dubai. Ein Reiseführer. Willkommen in Dubai, der Stadt der Superlative und atemberaubender Schönheit. Beginnen wir mit dem Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt, das den Himmel berührt. Auf Platz 2 die Palmyra, eine atemberaubende künstliche Insel mit Luxuswillen und erstklassigen Hotels. Dann besuchen wir das Dubai Aquarium, das größte Indoor-Aquarium der Welt mit über 33. Okay, hier sieht man schon, das Stockmaterial ist nicht ganz so gut. Es gibt da noch so einen anderen Anbieter, da mache ich vielleicht auch noch ein Video. Bei dem hat das mit den Top 10 in Dubai wirklich super gut funktioniert, dass dann auch zu den jeweiligen Sachen, die jeweiligen Videos eingeblendet wurden, weil die mit iStock arbeiten. Zeige ich auch nochmal. Aber Flicky kann hier deutlich günstiger sowas generieren. Und du hast natürlich die Möglichkeit, das alles anzupassen. Ich hoffe, ich konnte dir das alles zeigen. Es ist halt immer die Frage der Nische. Du brauchst eine Nische, du musst ja quasi überlegen, wo kann ich mit irgendwie KI-Kunst arbeiten, wo kann ich mit Stockmaterial arbeiten und somit automatisiert hier diesen Kanal erstellen. Also hier sind ja quasi 30 Shorts in einer Stunde oder so möglich, nicht ganz, aber so ungefähr. Also damit kann man massiv Content produzieren und den quasi nutzen, um ein YouTube Shorts Kanal zugespielt. Zum Schluss des Videos will ich noch mal kurz zeigen, was ich denn so alles mit diesem Tool gemacht habe. Ich hatte da so die Idee von einer, von einem YouTube Shorts Channel irgendwie so mit so Horror Stories oder so Short Stories mit KI Art, irgendwas Dystopisches. Da habe ich hier mal dieses Video erstellt. In einer postapokalyptischen Welt kämpfte Dr. Elliot Reed, ein einsamer Wissenschaftler, gegen eine alles verschlingende Dunkelheit, das schwarze Schweigen. In einem verfallenen Labor fand Reed eine alte Formel. Hier habe ich das Thema Dubai mal benutzt, mit der KI-Art, aber der hat mir natürlich dann KI-Art üblich so Fantasiebilder vom Burj Khalifa oder so geliefert. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht sogar realistisch aus, aber wer schon mal in Dubai war, weiß, dass es dort nie so aussieht. Deshalb, dafür ist es vielleicht nicht so geeignet mit der KI-Kunst im Verbund.
Ja, hier habe ich nochmal so ein dystopisches Video gemacht. Irgendwie fand ich, bin ich auf diesen Kurzgeschichten hängen geblieben. Es gibt im Internet wirklich viele Beispiele, so Motivational Speeches oder Rätsel. Da gibt es auch ganz viele im englischsprachigen Bereich, die da YouTube-Tutorials dazu gemacht haben. Und jeder hat so diesen Rätsel-YouTube-Shorts-Kanal gemacht. Auf jeden Fall habe ich dir hier mal das Werkzeug dazu gezeigt, wie man sowas machen kann, was du daraus machst. Dafür brauchst du deine eigenen Ideen, deine grauen Zellen. Aber es ist möglich und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Es wäre cool, wenn ihr euch dort anmeldet, dann über meinen Link. Kostet euch nichts mehr. Ich kriege eine kleine Provision. Ansonsten liken, subscriben, irgendwas anklicken, überall am besten. Und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön.